Ja, willkommen zu diesem neuen Video heute hier wieder auf diesem Kanal. Ja, heute geht es mal wieder um die Cannabis-Legalisierung, denn am 29. Oktober um 14 Uhr war eine neue Besprechung im Bundestag über den Antrag der Grünen und der Linken. Darüber wurde diskutiert und heute gehe ich mal, also es gibt jetzt mehrere Videos, in Aussagen von den CDU bzw. CSU und den AfD-Politikern. Ich werde zu jedem was sagen. Und heute ist der liebe Stefan Pilsinger dran, denn ich kann es nicht mehr auf mir sitzen lassen. Ich habe mir wirklich diese ganze Sitzung angeschaut und ich muss wirklich sagen, ich bin explodiert dabei. Bei manchen Aussagen, es wird heute noch nicht so schlimm sein, Leute, aber freut euch wirklich auf die nächsten Videos. Es ging wirklich nicht mehr schlimmer. Jetzt freut euch erstmal auf Stefan Pilsinger. Die anderen Politiker kommen dann in den nächsten Videos. Vielleicht schreibe ich euch hier irgendeinen Terminplan rein, wie das jetzt aussehen wird, aber jetzt erstmal viel Spaß. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über einen Gesetzesentwurf, der einen ganz wichtigen Aspekt außer Acht lässt, die Gesundheit der Menschen in unserem Land. So, nach dem ersten Satz muss ich den lieben Politiker schon unterbrechen und frage mich, ob er denn über die aktuelle Drogenpolitik von seiner Partei spricht, oder über den Antrag der Grünen bzw. der Linken. Denn aktuell existiert kein Verbraucherschutz. Geholfen bzw. der Gesundheit der Menschen wird auch nicht gerade beigesteuert bei schlechter Qualität von Cannabisprodukten. Und wenn es doch so sehr um die Gesundheit der Menschen geht, wieso verfolgt man dann die Menschen hier und drückt ihnen Anzeigen rein, die ihr ganzes Leben zerstören können, wenn es doch so sehr um die Gesundheit geht? Wir müssen die gesundheitlichen Risiken und Langzeitfolgen des Konsums von Cannabis im Blick haben. Das muss unser Maßstab sein. Ja, da hat er auch absolut recht. Und das wird ihm keiner von den Linken oder den Grünen ausreden wollen. Ich frage mich immer, wieso stellen denn die Politiker es so hin, als würden die Grünen, die Linken, die FDP, auch die SPD teilweise Cannabis so verharmlosen? Das macht doch keiner. In den ganzen Entwürfen steht doch auch die Probleme von Cannabis drinnen. Dazu gehört ein Fokus auf abhängige Konsumenten und Jugendliche und die für sie bestehenden Risiken. Richtig. Und die stellen wir in den Fokus, indem wir aufklären, indem wir den Süchtigen helfen und nicht indem wir sagen, das ist illegal, das darfst du nicht konsumieren. Das bringt doch gar nichts. Und den Fokus werden wir mehr auf diejenigen werfen können, wenn wir mehr Steuergelder haben, Es gibt etc. schon genug Menschen in unserem Land, die mit legalen Suchtmitteln Probleme haben. Auch lustig finde ich immer wieder das kommende Argument mit, wir möchten keine weitere Droge zu den sowieso schon vorhandenen Drogen hinzugeben. Cannabis ist schon lange eine Volksdroge. Es wird nun mal konsumiert, auch wenn es illegal ist. Nun, es wird halt in schlechter Qualität konsumiert und ohne Jugendschutz. Außerdem sinken die Zahlen der jugendlichen legalen Drogenkonsumenten nun mal bei Alkohol sowie bei Tabak. Diese Probleme spitzen sich angesichts der aktuellen Corona-Pandemie weiter zu. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen bergen neben dem Risiko, an Covid-19 zu erkranken, auch das Risiko der Entstehung von Ängsten sowie die Verstärkung von Einsamkeit und Langeweile. Hä? Mangelnde Ablenkung, mangelnde soziale Unterstützung, mangelnde berufliche Verpflichtungen sowie psychische Belastungen können den Suchtmittelkonsum fördern und Abhängigkeitserkrankungen verursachen. Ach so, also ist Corona jetzt schuld, dass Cannabis nicht legalisiert wird, laut Stefan Pilsinger. Für die legalen Suchtmittel, Alkohol und Tabak liegen die Quoten von riskanten bzw. klinisch relevanten Konsum in der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland gemäß epidemiologischen Suchtsurvey um das 7- bis 20-fach höher als bei Cannabis. Durch eine Legalisierung von Cannabis wäre eine ähnliche Entwicklung des riskanten bzw. klinisch relevanten Konsums von Cannabis zu erwarten. Zu erwarten? Ich erwarte auch, dass meine S-Bahn pünktlich kommt, nur leider ist es nie der Fall. Studien aus den USA belegen, dass die Legalisierung von Cannabis mit einem deutlichen Zuwachs des Konsums verbunden ist. Zum Beispiel ist im US-Bundesstaat Colorado der riskante und klinisch relevante Konsum von Cannabis seit dessen Legalisierung gestiegen. Ich bin voll Heiliger.
Verantwortungsvolle Gesundheitspolitik und Drogenpolitik muss zu einer Ausweitung riskanter und gesundheitsgefährdender Konsumlaster entgegenwirken. Daher dürfen wir keine zusätzliche Einladung für eine illegale Droge wie Cannabis aussprechen. Ja, okay. Die Einladung brauchen, glaube ich, viele Konsumenten gar nicht. Die machen es auch ohne ihre Einladung. Vor allem in der Verbotspolitik, wir sehen auch, dass sie completely gescheitert ist. Denn die Zahlen sinken bei den legalen Drogen, was super ist, aber bei den illegalen Drogen, bei Cannabis, steigen sie eindeutig in die Höhe bei Jugendlichen. Genauso würde eine Legalisierung wirken. Wer Cannabis aus nicht medizinischen Gründen konsumiert, wer Cannabis missbraucht, der begibt sich in eine gesundheitliche Gefahr. Insbesondere bei jungen Menschen sind das gravierende Risiken in der Entwicklung. Und da ist es wieder das Teufelskraut Marihuana. Und der Jugendschutz, der aktuell so super klappt. Aber ich frage Sie, fragt denn der Dealer nach einem Ausweis? Ich glaube nicht. Den Jugendschutz können wir doch nur machen, wenn wir es legalisieren. Und wenn wir die Macht über das Kraut haben. Vor allem, jetzt redet er schon wieder von der Gesundheit. Das ist ja absolut positiv. Es geht um die Gesundheit, die ist am Platz 1. Aber aktuell wird die Gesundheit noch mehr geschadet der Konsumenten, da sie nicht wissen, wie viel Wirkstoff das Cannabis hat und was für Beimengen dabei sind. Wie das Zeugs gestreckt ist. Das ist manchmal viel gefährlicher als das Cannabis selber. Es kommen immer mehr Kinderpsychiater und Kinderpsychologen und Suchtexperten im angloamerikanischen Sprachraum zu der Überzeugung, dass Cannabismissbrauch gerade im Kindes- und Jugendalter vermieden werden sollte und dem Jugendschutz eine zentrale Bedeutung beigemessen werden muss. Ja, das nächste indirekt positive Argument für eine Legalisierung. Jugendschutz können wir doch nur machen, wenn wir es legalisieren. Dagegen kann man ja nichts einwenden. Und außerdem, wer redet denn davon, dass irgendwer unter 18 bzw. 21 Jahre denn Cannabis bekommt, wenn es legalisiert wird? Davon redet doch kein Mensch. Und dann kommen die Kinder doch viel weniger in Versuchung damit. Arzt also und ebenso als Gesundheitspolitiker kann ich es nicht verantworten, eine Substanz zu legalisieren, die nachweislich auch schädlich ist. Ziel unserer Drogen- und Suchtpolitik muss es vielmehr sein, den Konsum legaler und illegaler Drogen zu reduzieren. Und deshalb stimmen wir für eine Legalisierung. Ach so, warte, ihr seid ja die CDU. Ach so, ja, aber es klappt ja aktuelles Reduzieren, oder? Die Zahlen gehen ja runter. Als verantwortungsvolle Gesundheitspolitiker müssen wir uns vielmehr auf die wesentlichen Handlungsfelder erfolgreicher Drogen- und Suchtpolitik konzentrieren. Erstens Prävention, zweitens Beratung und Hilfe, drittens Schadensminimierung und Schadensreduzierung und viertens auch die Strafverfolgung. Und schon wieder ein positives Argument für die Legalisierung. An erster Stelle steht Prävention und nicht die Strafverfolgung. Liest er denn da gerade den Antrag der Grünen vor? Jedoch, wie soll das denn nach ihm aussehen? Es ist doch immer noch illegal. Das heißt, wenn ich erwischt werde draußen von einem Polizisten, sagt er zu mir, klärt er mich erst auf, holt sein Buch raus, klärt er mich aus, Prävention, danach macht er den zweiten Punkt, dann den dritten Punkt und dann sagt er so, und jetzt schreibe ich die Anzeige. Durch vermehrte Aufklärung über die Gefahren des Suchtmittel- und Drogenkonsums können wir erreichen, dass es gar nicht zuerst zu einem gesundheitsschädlichen Konsum oder sogar zur Abhängigkeit kommt. Sag mal, habe ich mir jetzt schon zu viel Pilsinger für heute angeschaut oder ist es das nächste Argument für die Legalisierung? Schon wieder spricht er von Aufklärung. Aber wie soll es denn klappen, wenn es immer noch illegal ist? Und wenn jemand dem armen Pilsinger mal sagen würde, wie viel Geld wir rauswerfen, um friedliche Kiffer zu jagen und wie viel Geld an uns durch die Finger gehen, wir keinen Markt selber zur Verfügung stellen, dann wäre das doch schon lange legal, oder? Jeder Suchtkranke sollte das Angebot zur Beratung und Behandlung in Anspruch nehmen können, das er benötigt. Daher müssen wir diese vielfältigen Angebote zum Ausstieg aus dem Suchtverhalten erhalten und stärken. Aber aktuell sieht es doch noch so aus. Was, du bist also süchtig nach Drogen? Ja, Mai, dann schreibe ich dir Anzeige, dann wird alles wieder gut. Denn auch die Bekämpfung der Drogenkriminalität dient der Angebotsreduzierung. Okay, ja, Drogenkriminalität. Aber was halten Sie denn davon, dass wir den Markt einfach selber machen, wenn wir einfach die Drogen legalisieren? Dann haben wir doch dieses Drogenproblem gar nicht mehr. Ach so, ich rede hier mit der CDU, sorry. Halte ich generelle Verbote auch nicht für sinnvoll, denn der Einsatz von medizinischem Cannabis kann bei entsprechender Indikation durchaus sinnvoll sein.
Ich finde es immer lustig, das wird euch noch öfter vorkommen hier in dieser Videoreihe, wie die Politiker dann positiv für den medizinischen Gebrauch von Cannabis sind, was ja auch auf alle Fälle gut ist. Aber wenn man das medizinisch konsumiert, dann ist es nicht so schädlich, als wie wenn man das für den Spaß konsumiert, oder wie soll ich das verstehen? Und dem tragen wir Rechnung. Am 10. März ist das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften in Kraft getreten. Ja, am Ende setzt er sich nochmal für CBD ein. Ob er sich wohl positiv oder negativ einsetzt, das ist die Frage. Aber er sagt, dass die aktuelle Grauzone, dass es nicht gut geregelt ist, und da stimme ich ihm auf alle Fälle zu. Aber trotzdem sehr komisch. Er äußert mehr positive Argumente für eine Legalisierung als gegen die Legalisierung. Also ganz komisch. Das war auch das erste Video nur. Das war wirklich die Light-Light-Variante. Denn die nächsten Äußerungen, die sind wirklich nicht mehr zu toppen. Also wirklich, die nächsten Videos, es werden jetzt noch drei Videos, denke ich, kommen oder zwei. Wirklich, schnallt euch an, freut euch drauf. Es wird nochmal heftig. Also das war heute das erste Video. Gar nicht so schlimm. Ja, jedoch nochmal, da gab es nochmal was, wo man gerade stellen muss. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.